In diesem Video stelle ich einen Prototyp eines VR-Operationsraumes für das MRT-gestützte Finden der Einstichstelle für Biopsie oder Ablationsnadel, insbesondere bei Leberinterventionen, vor. Er umfasst neben der Umsetzung in virtueller Realität auch einen neuen Ansatz für die Anzeige der MRT-Bilder. Um die zeitaufwendige manuelle Ausrichtung der erzeugten multiplanaren Bildebene zu vermeiden, wird die Ausrichtung durch die Position und die Orientierung der Nadel bestimmt. Eine kurze Erklärung des Ansatzes folgt. Die Orientierung der Nadel wird durch zwei Vektoren bestimmt, die zusammen mit der Nadel ein Rechtssystem bilden. Das bedeutet, dass zwischen dem Nadelvektor, dem Normalvektor der Ebene und dem horizontalen Vektor bei jeglicher Drehung immer rechte Winkel bestehen. Trifft die Nadel auf den Körper des Patienten, wird eine Ebene anhand des Einstichpunktes und dem Normalvektor aufgespannt. Diese Ebene wird dann mit Hilfe des horizontalen Vektors so gedreht, dass sie in einer der zwei Patientenhauptachsen, koronal oder sagittal, liegt. Von der transversalen Richtung kann kein Nadeleinstich erfolgen. Des Weiteren wird die Größe der Bildebene auf die zu erfassenden Bilddaten angepasst, sodass die Strukturen des Patienten, die in dieser Ebene liegen, zentriert zu sehen und die Bilder insgesamt stabilisiert sind. Sobald man die Entwicklungsumgebung Unity gestartet und sich die VR-Brille aufgesetzt hat, befindet man sich im Hauptmenü des Prototypens. Dieses Menü befindet sich oberhalb des Operationsraumes, sodass man sowohl das Menü-Canvas als auch die Veränderungen im Operationssaal im Blick hat. Im Menü hat man die Möglichkeit, mit dem Controller den Operationssaal teilweise modular zu gestalten. So lässt sich das Anästhesiegerät samt Anästhesist jeweils an vier Positionen um das MRT herum platzieren. Vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. Des Weiteren lässt sich die Position des intervenierenden Arztes links oder rechts vom Patiententisch festlegen. Diese Sicht nimmt man nach dem Verlassen des Hauptmenüs selbst ein. Wenn man sich in die MRT-Attrappe lehnt, lässt sich die Nadel des haptischen Feedbackgeräts ergreifen. Sobald man mit dieser den virtuellen Körper berührt, spürt man eine entgegenwirkende Kraft. Die Parameter des haptischen Feedbacks können so justiert werden, dass es dem Gefühl einer realen Körpernadelberührung nahe kommt. Auf dem linken Bildschirm sieht man das erzeugte MRT-Bild, das sich laufend je nach Position und Orientierung der Nadel ändert. In der oberen linken Ecke ist ein Kompass, der die Orientierung zur Zielstruktur, dem Tumor, vereinfachen soll. Er gibt an, in welche Richtung die Orientierung bzw. Position der Nadel verlagert werden muss, damit der Tumor in der Verlängerung der Nadelrichtung getroffen wird. Die Richtungsangaben des Kompass sind kaudal, kranial und in lateraler Richtung dexter und sinister. Die Mitte des Kompass leuchtet grün auf, wenn der Tumor unter Nichtberücksichtigung von Nadelverformung erreicht werden würde. Im Menü am MRT können alle Hilfsmittel ein- und ausgeschaltet werden. Neben dem Kompass kann man sich den weiteren unverformten Nadelpfad mit Hilfe einer roten Linie auf dem MRT-Bild anzeigen lassen. Außerdem können relevante Strukturen im MRT-Bild kenntlich gemacht werden. In diesem Fall ist der Tumor gelb und der Gefäßbaum grün. Wenn man mit der Positionierung der Nadel zufrieden ist, kann diese mit einem auf der Nadel befindlichen Taster gespeichert werden. Das aktuelle MRT-Bild wird auf den rechten Bildschirm übertragen und der Nadelpfad anhand einer Linie dargestellt. Im Anschluss kann die Positionierung überprüft werden. Dabei fährt der Patient aus dem MRT hinaus und seine Haut wird durch ein transparentes Material ersetzt. So lässt sich der geplante Nadelpfad betrachten und beurteilen.